Herzlich mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Client Coaching und Consulting Services hier aus München. Heute geht es um das Thema Marketing, wie so häufig, und hier bei Telemarketing bzw. Telefonmarketing, genau. Und hat Telefonmarketing noch Zukunft? Diese Frage stellen wollen wir uns heute stellen in Bezug auf individuelle Kundenakquise bzw. individuelle Kundenansprache. Und das ist ja ein riesiges Thema schon seit Jahren, ja. Auch in der Automatisierungsbranche. Jedes große IT-Unternehmen hat irgendwie eine Marketing-Cloud mittlerweile im Einsatz. Ja, da gibt es ja IBM, Oracle, Adobe, you name it. Ja. Und die werden auch immer besser in der Individualisierung und also in Customized Marketing-Kampagnen. In der Konzeption von Customized Marketing Kampagnen, das heißt in der Individualisierung von, also ich habe jetzt sagen wir mal einen Datensatz, also Kundendaten von, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Kunden, aber jeder Einzelne bekommt individuell Werbung, ja, also das ist so der Gedanke dahinter, und das gibt es schon seit Jahren, dass man das versucht zu individualisieren über ein Zusammenspiel von verschiedenen Online-Marketing-Kanälen, hierzu vielleicht mal mehr in einem anderen Video. Und dabei stellt man sich natürlich die Frage, ob das, ja, das Telefon, der Telefonvertrieb, also der Oldschool, ja, Telefon in die Hand nehmen und Hörer abnehmen und nur der Kunde und über das Telefon, nur der Kunde und du. Ja. Also ab und zu ist es so, dass ich in der Telefonakquise sogar den Bildschirm ausmache, ja, und einfach nur das Telefon und mich völlig auf das Gespräch konzentriere. Ja. Und ja, ob das eben ausgestorben ist. Und die Antwort darauf ist natürlich definitiv nein. Ja. Warum? Also es gibt auch sehr bekannte Online-Marketing-Gurus. Ja. Du bist Vertriebler oder hast bereits Erfahrung im Bereich Sales? Dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn wir suchen neue Vertriebs- bzw. Sales-Mitarbeiter für mein Team. Ja, was musst du mitbringen? Ganz klar Erfahrung im Bereich Sales, natürlich auch das richtige Mindset dann. Und ich suche eben Menschen, die schon Erfahrung im Bereich Sales oder beziehungsweise im Bereich Vertrieb haben. Das heißt also schon Erfahrung im Bereich Verkauf, vorzugsweise übers Telefon. Wenn du bereits Erfahrung im Bereich Kaltakquise hast, dann ist es natürlich besonders gut, weil du musst... Weil sie einfach auch wieder gemerkt haben, dass ja die Technologie nur bis zum bestimmten Grad im Marketing automatisiert individualisieren kann. Ja. Also das ist ja der springende Punkt dabei, dass ich möglichst mit Däumchen drehen, irgendwie irgendwelche Tools mir das Ganze so automatisieren, dass ich fast nichts mehr tun muss. Und mein ganzes Marketing und mein ganzes Sales, alles online automatisch läuft. Ja, und dann auch noch so individuell, dass jeder einzelne Kunde von den 50.000, die ich vielleicht habe, ja, dass jeder einzelne Kunde sich direkt, persönlich, individuell angesprochen fühlt. Ja. Und das ist natürlich Stand der Dinge, das ist natürlich das Ziel. Ja, da wird es auch irgendwann mal hingehen. Irgendwann werden die Algorithmen alle so intelligent sein und wir alle so vernetzt sein, dass es wahrscheinlich auch möglich ist. Ja, aber da sind wir noch lange nicht. Ja, das wird noch ein paar Jährchen dauern. Und bis dahin ist die Telefonakquise ja super, super wichtig für die individuelle persönliche Ansprache eines Kunden oder eines potenziellen Neukunden. Und nichts ist persönlicher als wie ein Telefongespräch, nur noch das Vier-Augen-Gespräch, und das hat natürlich wieder gewisse Reisekosten und so weiter oder Mehraufwand. Ja. Und das ist ja eigentlich auch letztendlich ein gutes Vier-Augen-Gespräch, ist letztendlich auch eine Folgeerscheinung von einem guten Telefonakquise-Gespräch. Ja. Da will man ja letztendlich auch hin. Und so hängt das eine mit dem anderen zusammen, und damit wäre auch die Frage definitiv beantwortet. Telefonakquise, stirbt die aus? Nein, definitiv nicht. Ja.
Und ja, damit wäre diese Frage beantwortet. Und ich freue mich auf ein nächstes Video mit euch. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss.